Hey, ho mein Freund, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Borderlands 3. Wir haben in der letzten Folge das Gigahirn bezwungen, vergessen noch unseren Skillpunkt zu vergeben. Aber ist ja nichts Neues, wir müssen noch ein bisschen was verkaufen. Die können weg. 12 mal 9. Die 2 wollte ich behalten. Den wollte ich behalten. Durchaus mal weg. Die Klassenmods. Von ihr behalte ich auf jeden Fall. Die würde ich erstmal in den Schrank schmeißen. Eigentlich vieles würde ich erstmal in den Schrank schmeißen dann. Aber bevor wir wieder auf die Sanctuary machen, haben wir hier noch zwei kleine Missionen, die ich sehr gerne müssen ja nicht auf Pandora, müssen wir woanders. Wir müssen Papa Kern töten. Richtig. Hey, Kajot, weißt du, was noch cooler ist als ein Booster? Ein verdammter Dreifach-Booster. Bring mir so ein scharfes Teil her. Da ist eins hinter der Barriere. Lassen wir das Wasser. Alter. Gut. Jetzt habe ich Strom drauf. Alter, ist das kaputt. Ich glaube, ich habe den. Okay, gute Arbeit, Kajot. Und jetzt bring das Ding zum nächsten Catcher-Ride. Sind wir schon dabei? Da ist eine Sirene. Können wir mal machen demnächst. Na ja, ich will hier runter. Hier rüben. Ganz genau. Oh, hier gibt es noch eine andere Mission. Brennt ein bisschen. Ja. Kammerjäger, da ist dieser Typ, Quinn, ein Wissenschaftler, der uns schicke Nerd-Technologie schuldet. Schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Finde raus, ob er noch lebt, ja? Das haben wir als nächstes. Ich brauche auf jeden Fall die
Biohack-Ding, an dem er gearbeitet hat. Diese kleinen Bastarde könnten uns echt weiterhelfen. Da. Ist ah. Ich will mich prügeln. Komm schon. Da kommen noch mehr. Nein, ah. Oh. Toll. Würde ich ja ganz gerne. Nein! Ah! Okay, mal wieder eine Folge beginnen und sterben. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ah! Schnapp dir den Energiekern! Sofort. Die schweren Schützen, die regen mich auf. Ja, oh, du bist so unausstehlich, wenn du keinen Kaffee bekommst. Ah, Mensch. Ja, den vergesse ich auch nicht. Du könntest ja mal herkommen und mir helfen ein bisschen. Ich brauche erst einmal Munition. Ah. Na, ihn. Ich hol mal erstmal hier noch ein paar Gegner. Sind zum Glück noch zwei. So, Blitzel, da ist down. Na, komm schon. Das ist natürlich nur ein Sturmsoldat. Oh, Jacobs hat mir eine Nachricht gesendet. Ach, bestimmt, weil ich wieder mit den Jacobs-Waffen so viel getötet habe. Nur eben, ich spiele hier jetzt gerade nicht mit der, wie in Borderlands 2, mit der Cage und Anarchie. Mein Aim ist hier eh grottig. Aber wie es schon gesagt wurde in Borderlands 2, Treffsicherheit ist überbewertet.
Was ich eigentlich auch noch sagen wollte mal. Ich finde die Umsetzung von den Gegnern, also vom Antagonisten mit Tyreen und ihrem Bruder Troy, nicht ganz so verkehrt. Das sollte den Laden neu starten oder sowas. Und mein Gesicht. Miola, oder wie das auch immer heißt. Der Laden hat wieder Saft. Können wir jetzt einen Kaffee haben, Barista Bot? Oh Mann, geht nicht. Wir sind ein umweltfreundliches Kaffee, weißt du? Also, du musst deinen eigenen Behälter zum Mitnehmen haben. Nett, sein Ernst. Na klar. Der immer einen Reisebecher dabei hat. Versuch ihn aufzuspüren. Ganz im Ernst, dieses koffeinierte Abwasser, das Maliwan Kaffee nennt, ist an sich schon ein Kriegsverbrechen. Ich will nur den Becher von diesem Commander. Okay, wo ist der? Ach, gleich in der Nähe. Warum habe ich aber hier noch nichts vom Typhon Delien gefunden? Es geht auch wieder schief. Erledige ein paar einfache Kämpfe, um den Commander hervorzulocken. Der Becher gehört mir. Die Kaffeepause ist wohl vorbei, Leute. Auf Sie! Ja, toll. Für ihn, Karl. Na, die werden zuppen. Aufnehmen. Schlafloser Crack. Ah, toll. Echt wahr, es geht mal auf den Sack, dass ich immer so viel Kugeln verbrauche. Komm schon, Action Skill, Action Skill, Action Skill. Ah, das ist auch ein ganz Skill. Oh, kein schwerer Pyrotechniker. Oh. Die sind nervig, weil ich nämlich auch auf Pyro gehe. Jetzt. Ich bin doch da. Ich verstecke mich doch gar nicht. Ich will doch nur den Pyrotechniker tot haben. Ah, wieder ein Tod. Mensch! Oh, gegen die schweren Schützen ist es echt toll zu kämpfen.
Vielen Dank, dass wir die neue Stu-Station ausgenutzt haben. Na komm schon. Ka. Erstmal den Sturmsoldaten und dann kommt der Kaffeebote dran. Erstmal ein paar Fußsoldaten. Warte, was steht drauf? Bester Commander der Welt? Der gehört sowas von mir. Ich bin jetzt der Kaffee-Commander. Du hast also meinen Kaffeeboten getötet. Kein großer Verlust. Aber du hast meinen Becher gestohlen. Und den will ich zurück. Ich bin der einzig wahre Kaffee-Commander. Oh Mann, wir sind so nah dran. Ich kann diesen arcturianischen Superschwarz beinahe schmecken. Schnell zurück zum Kaffee, los! Nein, da oben ist was. Das ist wichtiger. Aber wo? Ah, da. Aslan de Vega, mein Partner / Erzfeind, hatte eine große Klappe, aber es gab einen Grund, warum er kein Glück hatte. Er war faul. Ich war darauf aus, mich zu beweisen. Als wir dann irgendwann durch die Kasmarianische Grube gewandert sind, bin ich in ein Loch gestürzt. Aslan ruft nur noch: War schön mit dir, de Leon. Und schnappt sich mein Zeug und ist weg. Tja, und ich musste einen anderen Weg raufsuchen und bumm, so hab ich die Kammer gefunden. Man muss wohl immer erst hinfallen, bevor man etwas Großes erreicht. Aha. Ja. Tafenlocks. Er wird jetzt eh gleich kommen, der. Okay. Die Maliwan sind auf einen Kampf aus. Verdammt! Könnt ihr mir denn gar nichts Gutes lassen, Maliwan? Ich will doch nur eine verdammte Tasse Kaffee! Die dreht gerade durch. Ja, das ist wie ich, wenn ich meinen Mondkaffee nicht bekomme. Pass mal auf, was ihr da macht. Ich schwitze nicht mal. Oh, doch, bisschen. Barista-Bot, halt's Maul und mach endlich den Kaffee. Klar doch, krieg dich wieder ein. Gib mir den Becher zum Mitnehmen und ich fülle ihn wieder auf. Cool, aus der Region, korrekt. Einen Moment. Geht's ein bisschen schneller? Geduld, Mann. Gut Ding will Weile haben. Lass den Bot seine Arbeit machen. Es wird sich sowas von lohnen. Oh, da ist eine Füllstandsanzeige. Cooler Kaffeebecher. Und bitte sehr, einen wunderschönen Tag. Oder nicht? Deine Entscheidung. Ja! Ja! Lorelei, hast du es schon mal mit Chai probiert? Hey, wir haben alle unsere Schwächen. Danke für das Fahrzeug. Sehr schön. Neues Fahrzeug. Wird's gescannt? Nö. Steh nicht weit genug drauf.
Du bist meine Lieblingsperson. Das war sowas von nötig. Hey, Atlas-Jungs! Rise and Grind hat wieder Abend und der Kaffee geht auf mich. Oh, scheiße, ja. Echt jetzt? Danke, Lorelei. Gib mir den Becher, Kammertyp. Ich werde nicht locker lassen. Die Mario. Ah, toll. Ah, noch die Pyrotechniker, die ich so gerne habe. Was ist das? Nicht schlecht gemacht, also du hast da eine Mission, dass du Kaffee holen sollst und dann dreht's einfach alles durch. Nein. Danke. Die nächste Runde geht auf mich. Nock ist doch down. Hallo. Was Guacamole? Ich kümmere mich erstmal um die Kaffeeboten. Hallo. Mensch. Ich gehe gleich auf den Schrotzylinder. Geht doch. Ich habe nur viel Muni. Ah. Da riecht mich auf. Toll. Inventar ist auch schon wieder voll. Gut gemacht, Kammerjäger. Jetzt kannst du dir deine wohlverdiente Belohnung abholen. Warte mal. Ah, gut. Meine wohlverdiente Belohnung. Wechsel zwischen vier. Ja. Ist schon Hyperion, hat eine Dauerwaffe dabei, oder was? Wir können dir nicht genug danken, Kammerjäger. Für dich mag das vielleicht nur ein kleines Detail sein, aber dieser kleine Geschmack aus der Welt, die wir verloren haben, gibt uns Schwung. Zumindest bis morgen früh. Da musst du neuen Kaffee holen. Ich bin Dr. Zed. Hier gibt es Schilde, Mods und Seelenfrieden. So
Die kann weg. Das war doch nicht nötig. Die will ich eigentlich auch nicht mehr. Blaue Klassenmod. Ergiebige Quelle im Flinken. Ich muss mir das mal in Ruhe durchlesen. Ja gut, da bringt nur eins. Achso, ich will keine. Malywon-Truppen zertrampeln mein verfluchtes Viertel. Das macht mich krank. Das kann ich gut gebrauchen. Okay. Noch einen Skin. Dann mal schauen, welche Quest jetzt noch offen ist. Tätige Lava. Was? Neue Quest? Ja, sieh ich schon mit. Tut mich jetzt so mit Quest voll. Hallo. Das geht ja schon mal richtig gut los, Jäger. Kannst du mir einen Gefallen tun? Jetzt, wo wir Kaffee haben, ist Nahrung unsere zweite Priorität. Malywon hat das Dynasty Diner übernommen. Bis dahin war das unsere wichtigste Nahrungsquelle. Finde den Besitzer Bo und hilf ihm, sein Diner zurückzuerobern. Alles klar. Wir haben wieder eine... Nein. Nachricht. Sieben mal 13. Oh mein Gott. Ja, ich nehm's mit. Begib dich nach Lektrastadt. Okay. Eine Sache noch. Bei Malywon gibt es einen Kerl namens Captain Rowe, der mir das Leben schwer macht. Ich konnte ihn noch nicht festnageln, aber anscheinend hat er eine Schwäche für Burger. Ich hätte mal Munition auffüllen sollen. Ich hatte schon mal bessere Ideen. Was ist da? Leicht verletzt. Die Malywon-Elementare sind echt brutal. Dafür haben wir Ration. Skylar hat eine Kiste Rahmen-Gewürzmischungen gefunden. Also gibt's ein paar Wochen Suppe. Allerdings ohne verdammte Nudeln. So viele Leute erwarten jetzt, dass ich einen Plan habe. Dabei habe ich nicht mal einen für mich. Ich hatte Pläne, aber die waren für den Arsch, sobald Malywon anfing, die Stadt zu verwüsten. Ich könnte in eine Schnellwechselkabine gehen und als neuer Mann rauskommen. Aber dazu gehört mehr, als einen neuen Körper zu destructen. Vielleicht, wenn Meridian sicher ist, wann immer das sein mag. Ach klar, das wird schon. Ich hoffe, Papa Kern ist da oben nicht mehr. Das wäre ein bisschen nervig. Ist mir jetzt schon nervig genug. Willst du's versuchen? Ich glaube, das sind nur die normalen. Okay. Hallo. Yep. Ich
Achso, steckst du dich auch dahinter? Meine Hilfe. Ich stelle mich gerade echt nicht gut an. Ja. Hallo, ihr Sturmsoldaten. Der Zweck. Was machst du? Mist, ich muss nachladen. Hey, Sturmsoldat. Hui. Ganz mies, ganz mies. Ich war schon mal besser. Okay, Elektra City. Ja gut, ich würde sagen, ich hoffe, es hat dir wieder gefallen und ich schalte auch das nächste Mal wieder ein bei Borderlands 3. Bis dahin, auf Wiedersehen und denk immer daran, liken, folgen und gehorchen. Dem Gewinner von Killerwolfs Wettkampf winkt eine Nacht mit ihm. Für eine Frau gibt es viele Gründe, einen Kampf bis zum Tod zu bestreiten. Geld, Ruhm. Eine Waffe, mit der man das Gesicht des Gegners schmelzen kann. Aber eine Nacht mit Killerwald? Das lohnt sich nicht. Vertrau mir. Oh, ein Wort der Warnung. Jedes Wort aus seinem Mund lässt meinen Finger am Abzug zucken. Du verstehst schon. Bald wird abgedrückt. Der lang.